Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Pecunia, dem Finanz- und Versicherungsmagazin. Sehen Sie jetzt, was wir Ihnen heute anbieten können. Die niedrigen Zinsen erschrecken die Deutschen. Viele denken, private Altersvorsorge sei nicht mehr attraktiv und geraten in einen Teufelskreis. Die langen Jahre der Minizinsen zermürben allmählich selbst die treuesten Sparer. Dennoch ist die private Altersvorsorge alternativlos und rechnet sich immer noch. Vor allem, wenn staatliche Förderungen wie etwa Riester- oder Rürup-Renten oder die betriebliche Altersvorsorge hinzugerechnet werden. In Zeiten ständig sinkender Zinsen stellen viele sich natürlich die Frage, ob sich eine Investition in eine private Altersvorsorge überhaupt noch lohnt oder welche Alternativen es möglicherweise gibt. Fast 5 Jahre ist es jetzt her, dass die EZB ihren Leitzins sukzessive von 4,25% auf aktuell 0,5% absenkte. In der Folge sind die Renditen für die liebsten Sparformen der Deutschen gesunken. Tages- und Festgeld, Sparbücher und Lebenspolicen. Jeder dritte Berufstätige beklagt die niedrigen Zinsen. Knapp die Hälfte von ihnen will die persönliche Altersvorsorge nicht mehr ausbauen. Das ist der höchste Wert seit 10 Jahren. Aktuell machen sich so wenige Berufstätige wie seit langem nicht mehr Gedanken über ihre Altersvorsorge. 42% der Befragten hatten noch nie eine Beratung zur Vorsorge. 31% gibt an, überhaupt nicht privat für das Alter vorzusorgen. Von ursprünglich einmal 4% ist der Garantiezins für Altersvorsorgeprodukte, Lebens- und Rentenversicherung mittlerweile runtergegangen auf 1,25% und es soll noch weiter runtergehen auf 0,9%. Da stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich so ein Abschluss überhaupt noch? Und wenn ja, was muss man tun, was sollte man beachten? Das und noch die ein oder andere Frage mehr möchte ich klären mit meinem heutigen Studiogast von der Stuttgarter Versicherung, Herr Götz Schünemann. Herzlich willkommen in der Sendung. Vielen Dank. Hallo, Herr Plotzki. Ja, Frage gebe ich gleich mal so weiter. Lohnt sich dann noch ein Abschluss einer Altersvorsorge? Also grundsätzlich ja, wenn wir mal die 0,9 in Anbetracht sind, ist es immer noch besser als 0. Mhm. Aber es ist ja nicht nur die 0,9%, sondern die Gewinnbeteiligung, die vom Versicherer dazukommt. Und die liegt im Moment zwischen 3 und 3,5%, also deutlich höher als das, was Sie in vergleichbaren Anlagen im Moment erzielen. Also eine Staatsanleihe Deutschland zwischen 0,1 und 0,5%, mhm, ein Sparbuch 0,05%. Mhm. Es gibt Banken, die verlangen schon für das Geld, was sie nehmen, Geld vom Kunden. Also ich kenne das nur, wenn mir die Bank Geld gibt, bezahle ich was. Das klingt ein bisschen abenteuerlich, aber vielleicht ändert sich das. Ist es im Moment natürlich. Woran liegt denn das, dass so ein Zins, so ein Garantiezins von ursprünglich 4%, also auf fast ein Viertel runtergegangen ist in, ich glaube, ich weiß nicht, 10 Jahre, 15 Jahre sowas. Was sind denn die Faktoren? Also wir hatten in den 90er Jahren, als der Zins auf 4% hochging, hatten wir ein Zinsniveau von zwischen 8 und 9%, aber niemals unter 7. Da war es natürlich einfach, 4% als Garantie einzupreisen. Und man muss natürlich wissen, so eine Garantie, wenn heute mit 25 jemand eine Versicherung abschließt und wird 85 Jahre alt, dann müssen wir 60 Jahre eine Garantie darstellen. Also nicht nur Zinsgarantie, sondern dann natürlich auch die Leistung, die danach erbracht wird. Und wie wir alle wissen, hat durch die Lehman-Krise oder Bankenkrise 2008, 2009 hat sich natürlich gerade in Europa eine Entwicklung aufgetan, die Kapitalmärkte quasi ruiniert hat. Mhm. Ja, eine deutsche Staatsanleihe bringt heute zwischen 0,1 und 0,5%. Und wir haben immer noch 1,25%, mhm, also deutlich mehr als das, was Sie sicher dort anlegen. Mhm. Jetzt kann man das politisch bewerten, wie man will, aber das ist im Grunde nach auch die Vorgabe des Bundesfinanzministeriums, die dann den Garantiezins jedes Mal festlegen nach einer festgelegten Formel. Jetzt gibt es Gesellschaften, die dann ihren Kunden empfehlen, lass die Garantien doch ganz weg, geh doch gleich in Produkte mit Aktien etc. Kann man das empfehlen? Macht das Sinn oder? Das ist wie so oft nicht mit Ja und Nein zu beantworten, sondern das kommt drauf an, und zwar auf den jeweiligen Kunden. Mhm. Wenn er affin ist für solche Produkte oder für solche Arten der Anlage und Altersversorgung, ja, wenn er über die Risiken Bescheid weiß, wenn er weiß, worauf er sich einlässt, dann ist das durchaus okay. Wenn er lange Jahre Zeit hat, um die Schwankungen der Aktienmärkte ausgleichen zu können, dann ist das durchaus empfehlenswert. Aber für den, der es sich nicht leisten kann, sind Garantien fast zwingend. Stichwort Risiken.
ist ja dann in dieser Situation gegeben. Was passiert, wenn am Ende dann die Märkte runtergehen und auf einmal kann das Geld weg sein dann? Das kann schon passieren, dass das Totalverlust sein kann. In aller Regel erholen sich die Märkte natürlich auch relativ schnell wieder, aber das kann natürlich passieren zu dem Zeitpunkt, wo das Geld braucht, dass es in der entsprechenden Menge oder Größe nicht da ist. Und wer trägt dann die Verantwortung? Haftet dann der Berater oder die Gesellschaft oder hat der Kunde einfach Pech gehabt? Auch das nicht, ja oder nein. Der Kunde hat dann Pech gehabt, wenn er sich wissentlich und bewusst darauf eingelassen hat. So, wenn der Berater ihn entsprechend aufgeklärt hat und er alle Fakten, alle Risiken kennt und trotzdem gesagt hat, ich mache das, dann ist auch der Berater von der Haftung frei. Natürlich. Und dann gibt es ja auch noch in diesem Gesamtzusammenhang Altersvorsorge, diese ganze staatliche Förderung, Riester-Rente, Rürup-Rente, ja, betriebliche Altersvorsorge. Macht es Sinn, das dann mit einzubauen, einzuflechten, um auch diese ja stark reduzierten Garantien irgendwo so ein bisschen aufzufangen? Natürlich, die staatliche Förderung ist natürlich indirekt nochmal ein Zinstreiber und macht natürlich Sinn. Warum sollte ich Förderung auch außen vor lassen, wenn ich dann durch meine Altersversorgung günstiger aufbauen kann, jederzeit. Und auch das, was an Änderungen kommt, ist in bestimmten Teilen sicherlich zu begrüßen. Also zusammenfassend, Altersvorsorge macht Sinn, auch wenn es keine 4% mehr gibt. Auch 1% ist besser als nichts. Und staatliche Förderung mitnehmen, private Altersvorsorge, alternativlos. Absolut. Und je früher, desto besser. Herr Schünemann, besten Dank für Ihre Ausführungen, war interessant und ich denke, der Zuschauer weiß, was er davon zu halten hat. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann gleich im zweiten Teil wieder. Bleiben Sie dran, wir machen eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Studio 47. Wir sehen uns. Wer einen Kredit benötigt, der freut sich über geringe Zinsen. Wer aber ein Altersvorsorgeprodukt benötigt, der freut sich eben nicht darüber, wenn die Zinsen gering sind. Denn je höher die Verzinsung, umso mehr kommt am Ende auch raus. Über das und über noch einige andere weitere Aspekte möchte ich sprechen mit meinem jetzigen Studiogast, Herr Thomas Lerch von der Kanada Life Versicherung. Herzlich willkommen, Herr Lerch. Ja, vielen Dank, Herr Maklotzki. Ja, Alternativen, was kann man machen? Was kann man jemand anbieten, der auf der einen Seite zwar Sicherheit haben will, sprich Garantien, aber auch eine entsprechend hohe Verzinsung? Was sollte derjenige machen? Er sollte eben auf das Produkt genau achten, also sollte schauen, dass das Produkt genau diese Eigenschaften mitbringt. Auf der einen Seite Renditechancen, auf der anderen Seite ist es typisch für Deutschland, dass man Garantien möchte, dass auch die entsprechenden Garantien mit dabei sind. Aber auch die Garantien, die ich brauche, nämlich dann zum Rentenbeginn. Wie sollte man das bewerkstelligen? Also das heißt, wenn ich jetzt die Sicherheit zwar haben möchte, möchte aber nicht ganz auf Garantien verzichten, will aber auch eine höhere Rendite erzielen. Wie ist die Vorgehensweise? Ja, derzeit, Sie haben es schon erwähnt, ist das mit der Verzinsung schon so ein Problem. Also eine sichere Verzinsung kommt automatisch mit dem niedrigen Zins daher. Ja. Also müssen Sie dann schon auch in den vorgebundenen, in den Aktienbereich hineingehen und da erzielen Sie auch Renditen. Also wir haben jetzt als Kanada Life zum Beispiel so ein Produkt, seit Auflegung hat das 6% erzielt und das war jetzt in 2004 bereits gewesen, die Auflegung. Ja. Also man sieht, über einen längeren Zeitraum mit Aktien kann man auch in Niedrigzinsphasen immer noch eine gute Verzinsung erzielen. Also losgelöst von den Garantien, weil manchmal hört man ja, die Garantien sind jetzt sehr gering, waren mal 4%, sollen jetzt bald unter 1% gehen und Lebens- und Rentenversicherungsprodukte lohnen sich gar nicht mehr, sind gar nicht mehr zeitgemäß. Ja, das stimmt zum Teil. Also man muss sich die Produkte eben genauer angucken. Also klassische Policen, glaube ich, das ist inzwischen bekannt, die bringen nicht mehr die nötige Verzinsung, um auch diese immer größer werdende Versorgungslücke zu schließen. Da muss man dann einfach Alternativen suchen und die gibt es aber am Markt. Und was man auch immer häufiger hört, sind Immobilien. Immobilien, ne? Der Zins im Augenblick ist natürlich sehr günstig, wenn man eine Immobilie finanzieren möchte. Und viele raten, in Immobilien zu gehen. Aber besteht nicht da auch eine Gefahr, aus der privaten Altersvorsorge komplett rauszugehen? Ja, natürlich. Also eine Immobilie, A, macht sie immobil, steckt ja schon im Namen drin. Und in der heutigen Demografie kann das dann schon so ein bisschen Klotz am Bein werden. Und dann auch im Alter. Ich meine, Sie wollen ja ein vernünftiges Einkommen generieren. Und sind Immobilie, da müssen Sie sich im Alter immer noch drum kümmern. Und ob Sie dazu in der Lage sind, ob Sie das wollen, das glaube ich doch eher nicht. Und bei Lebensversicherung oder Rentenversicherung, die bringen das wie die gesetzliche Rentenversicherung auch. Ein monatliches, stetiges Einkommen, solange sie leben. Und man muss sich nicht drum kümmern. Wenn jetzt die Verzinsung eher gering ist oder zumindest nicht mehr so, wie sie mal war, wäre natürlich
Kosten immer interessanter und immer wichtiger. Auch Thema Abschlusskosten, die sind auch immer wieder gerne im Munde der Kritiker, die sagen, Abschlusskosten sind viel zu hoch. Wie stehen Sie dazu? Ja gut, ich glaube, das liegt eher daran, dass die Leute nicht verstehen, welche Produkte sie da überhaupt haben. Und so ein Transparenzproblem ist das dahinter. Also wüssten die Leute, was sie da gekauft haben und sie können den Mehrwert des Produktes erkennen, was in den Niedrigzinsphasen auch schwer wird, dann wäre diese Kostendiskussion gar nicht vorhanden. Und die Kostenstruktur ist aber schon auch bei den Gesellschaften und bei den Produkten unterschiedlich. Ja, natürlich. Das ist freie Marktwirtschaft. Und da können Sie sich dann schon, wenn Sie zu einem vernünftigen Berater gehen, der das bestmögliche Produkt heraussucht, dann entsprechend auch Unterschiede dann erkennen in den Produkten, in den Leistungen. Und die kann der Kunde auch heute erkennen. Also Transparenz ist schon da. Jetzt gibt es ja generell in Deutschland die Pflicht, sich privat kranken zu versichern, auch für Selbstständige. Aber bei der Altersvorsorge gibt es das nicht. Woran liegt das? Und wäre das vielleicht wünschenswert? Gut, das ist einerseits historisch bedingt, aber ob das jetzt wirklich wünschenswert ist, also ich meine, der Staat, wenn man das dem jetzt in die Hand gibt, kann der das wirklich besser. Also man kennt es ja an der gesetzlichen Altersvorsorge, also hier stößt man dann genauso an die Grenzen oder würde jetzt bei den Selbstständigen an ihre Grenzen stoßen. Also hier würde ich doch eher dann auf die privatwirtschaftliche Lösung gehen. Da kann man schon zeigen, dass es hier vernünftige Lösungsansätze gibt. Ja. Also es gibt eine Menge Aspekte, aber die private Altersvorsorge sollte man, glaube ich, nicht völlig außen vor lassen. Und was die Zinsen angeht, das hatte ich so herausgehört bei Ihnen, sollte man sich die Produkte genau angucken, vernünftig beraten lassen und natürlich auch die Kosten unter Umständen vergleichen. Herr Lerch, besten Dank für Ihre Ausführung. Ich denke, das war wieder interessant für unsere Zuschauer. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bleiben Sie also dran, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Studio 47. Wir sehen uns. Trotz geringerer Zinsen ist die private Altersvorsorge sicherlich alternativlos. Andere Anlageformen wie Immobilien und Aktien birgen auch Risiken in sich, die nicht unbedingt sein müssen, wenn man bei der Altersvorsorge auf den Tag genau eine bestimmte Leistung abrufen möchte. Dennoch stellt sich der Kunde natürlich die Frage, was kann er tun, und er sollte den Markt sondieren und sich gut überlegen, zu welchem Anbieter, bei welchen Kostensätzen er seine Altersvorsorge dann letztendlich abschließt. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer heutigen Pecunia-Sendung wieder angelangt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, und natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.